Dann starten wir rein. Also, Schränke. Kann ich die bewegen? Ja, wunderbar. Gut, dann machen wir uns mal einen groben Plan, wie wir was aufbauen. So, boah, das wird jetzt aber lustig. Na gut, dauert ein bisschen. Halt, da will ich hin. Zack. So, und dann kommen die sechs Kisten. Oder ja, sechs Kisten sind es nicht. Kann ich eigentlich mehrere auf einmal bewegen? Nee, ne? Nee. Achso, ich kann auch einfach M drücken. Gut, sollte ich mir mal merken. So, unter die Treppe kommt mal einer. Dann bauen wir einfach links ran. Move. Ah, gib mal, es geht ja fast schon richtig schnell. So, dann dich. Keine Ahnung, ich baue euch einfach auch mal oben hin. Fangen wir vorne an. Ah, ich weiß, wie ich es baue. Und zwar baue ich die so gegenüber. So. Dann haben wir hier noch deutlich mehr Platz später für noch mehr Kisten. Ich muss übrigens gleich mal gucken, wenn wir hier durch sind, ob wir irgendwo größere Kisten haben, die wir erforschen können. So, hier oben ist noch Platz für nochmal zwei Kisten. Aber machen wir erstmal den Umzug. So, ich habe eh keine Forschung ausgewählt, ne? So, Kiste. Gibt's nicht. Gibt es etwas wie Lager? Nee. Also ja, gibt es, aber... Tinkturenregal. Fügt Luxus hinzu. Ah, okay, vielleicht sollten wir dann auf die nächsten Räume gehen. Also ich hätte tatsächlich gerne erstmal das Schwesternzimmer. Mobiliar. Ja. Okay, Räucherstock. Zwei Stück. Okay, fehlt jetzt Räucherstock. Weihrauchbehälter und nicht Räucherstock. Es wächst leider keiner mehr. In the nature. Das ist ungünstig. Ich muss übrigens auch nochmal ein Ritual machen gleich. Kann man jetzt schon machen. Würmkraut und Innereien. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Würmkraut können wir hier draußen nochmal wegrabbeln. So, Jackie, ernte mal bitte kurz. Ich würde gern relativ zeitnah die das zweite Weihrauchding bauen. Und ich bräuchte eigentlich dafür auch nochmal Ratten. Ja, wir haben nur noch drei kleine Kadaver. Da müssen wir nochmal nachordern. Jo, ihr habt ja einiges zu tun jetzt. Ja, Lernpilz, alles gut. Die Einstellungen sind aber weiterhin, ne? Ja, okay. Ja, ich muss die vielleicht erstmal umsetzen. Warte mal, kann... Dann lassen wir Jack hier mal kurz alles umbauen. Achso, ja, kannst natürlich auch gleich vergrößern. So, dann können die Helferlein hier gleich mal mitmachen. Was ist denn jetzt los? Ja, Gremlin in der Universität. Prio 5. Gremlinjagd.
So, wunderbar. Plus einen kleinen Kadaver noch. So, achso, ich habe keine Forschung, ja. Apothekenwagen. Wo sind wir denn noch am Anfang? Hier, Luft lernen. Stimmt, das wollten wir auch mal machen. Ich wollte einen spezialisierten Unterrichtsraum machen. Da brauchen wir Ektoplasma für. Das war also auch nochmal herstellen. Also heißt, noch mehr Ratten töten. Das sieht übrigens auch geil aus, ne? Mit den Bäumen hier dazwischen. Das gefällt mir. So, das Wurmkraut geht auch noch raus. Jetzt dancen sie alle da oben. Vielleicht sollte ich doch nochmal hier drüben eine hinbauen. So. Eieiei, sieht das scheiße aus hier. Oh. So, also Weihrauch. Räucherstöcker. Oh, ich bin so doof. Holz. Stimmt, die wachsen ja nicht. Weil kein Licht reinfällt. Wachsen die denn, wenn ich Fenster setze? Lass mal hier kurz Prio 5 auf die 3 Bäume machen. Ein Gremlin, Alter. Ja, weil es hier einfach super un... Also super hässlich ist. Und unordentlich. So. Die beiden würde ich gerne mal auf die 5 machen. Ich hoffe, dass das ausreicht, dass hier Licht reinkommt. Das ist super dumm, was ich hier gemacht habe. Oh. Ich habe überhaupt gar nicht nachgedacht. Naja. Man lernt aus seinen Fehlern. Ja, ansonsten muss ich die raussetzen. Ja, okay, es geht. Oh, ein Glück. Merci beaucoup. Würden sogar die beiden Fenster schon reichen? Wobei, ist egal. Ich lasse den Rest einfach auch so. Ja, okay, wunderbar. Jetzt wächst alles. Was ist mit dem vorderen? Wird denn das nicht gemacht? Ah ja, okay, weil es einfach nicht gemacht wurde. Gut, und jetzt bräuchte ich noch zum Abschluss die Sporenpilze. Dafür brauche ich Seen und noch mehr Holz. Alter, es kann nicht sein, dass ich wieder kein Holz habe. Schon wieder ein Gremlin. Warte mal, ich mach mal die auf die 4. Und mach mal den Gremlin jetzt nochmal auf die 5. So. Nein, der zerstört Adeptenschriftrollen, der Mistkerl. Dreckschwein. Boah, das ist sehr ungeil. Ich brauche Räucherstöcker. Blumenkrautsamen. Wieso wächst denn kein Räucherstock mehr hier in meiner Bude?
Da wächst, glaube ich, welcher, ne? Ja. Ja, und hier hinten wächst gar nichts. Also wächst hier eigentlich auch nichts. Also auch massiv ungeil. Naja, okay, wir machen erstmal Nebel vertreiben. So, auf geht's. Können wir uns wieder ein bisschen Zeit erkaufen. So, sehr gut. Pippa hat Stinkbeerensuppe. Das heißt, du kannst jetzt auch alles essen. Habe ich eigentlich neue Rezepte mittlerweile? Nee, ne? Nö. Ja, ich brauche unbedingt den verbesserten... Also ich brauche generell erstmal einen Feuermagier. Also grober Plan, der Barney fliegt raus, wird durch Savina ersetzt. Und dann holen wir uns einen Feuermagier noch, der Professor wird. So, komm. Boah, 3 Sterne. Shit. 1-3 Todeskopf, Kampf. Ja, ich muss die 3 nehmen. Barney hätte ich gerne. Und Quina nehme ich noch. War Quina jemand, der die Dings brauchte? Besiege 2 Gegner ohne Tränke zu verwenden. Okay, ja. Quina macht Sinn. Gut. Auf geht's, ab geht's. Bevor der Kampf hier ausbricht. Das wäre ungünstig. So, alle rennen nach hinten. Sehr schön. Pippa, Glückssucher und vollständige Ehrung. Jetzt muss sie nur noch die letzten beiden Stufen erreichen. Dann können wir Pippa rauswerfen. Boah, so weit. Oha. Weihevolle Tropfen. Ich brauch die scheiß Rüstung, ey. Mehrfachschlag. Erdrüstung. So, Number One ist weg. Ja, wunderbar, die gehen jetzt auch auf ihn drauf. Schild 1. So, du brauchst auf jeden Fall Erdrüstung wieder. Alter, der Typ macht echt mördermäßig Schaden, ne? Alter Schwede, die haut auch richtig rein. Mana Burst. Mehrfachschlag. Komm, ich mach sie jetzt mal weg. Natürlich wieder Erdrüstung und danach kannst du auch mal aktiv in den Kampf eingreifen. So, Sturmflut. Jetzt machen wir ihn einfach nur fertig. Sehr geiler Angriff, ne? Also der Luftboy, der sagt mir auch zu. So, das war's gleich.
Perfekt. Oh, gut, alle überleben. Oh, 50 Eisen, sehr gut. Sehr gut. Und ein Mana-Kristall kriegen wir noch. Oh, was ist denn das? Hallo? Aus dem Busche, guckt jemand da auch. Räucherschilf, ernten. Erstaunlich, dass hier nichts wächst, ne? Naja. Neuer Raum Küche. Achso, weil es hier dreckig war. Ja, Lernpilz, alles gut. Ist ja gewollt. So, die Versammlungshalle ist auch bald endlich mal fertig. So, dann müssen wir die ganzen Ratten hier draußen nochmal töten, weil wir haben leider auch gar keine Kadaver mehr. Ah ja, guck mal hier. Sehr gut, die sind morgen auch alle fertig. Hat denn jemand eigentlich Ernten? Nee, ne? Gib mal Barney, mach mal bitte Ernten hoch. Und Zauberstäber. Und danach machst du Fällen. Kultivieren macht eigentlich auch Sinn, ne? So, das finde ich okay. Wieso stellst du eigentlich Zauberstäbe her? Echter Jack, die Prio Zauberstäbe herstellen? Mach mal den Lernpilz bitte weg. So, da haben wir nur noch einmal eine Phönixblume. Und dann sind wir durch. So, da gehen unsere beiden Angeschlagenen sich erholen. Und sind anscheinend schon wieder fertig. Achso, weil Freizeit ist, deswegen, okay. So, Holz ist ein bisschen übel. Wir können ja mal hier jetzt die beiden Borsten-Zapfenbäume wegbolzen. Ich gehe auch gleich nochmal durch. Alter, wie viele Ratten hier rumstehen. Ah, wunderbar. Es ist alles fertig ausgewachsen. So, der Schüler geht hier auch noch. Sich erholen. Wunderbar. Igor ist wieder durch. Mann, Igor kriegt auch nur aufs Maul, ne? Der arme Mann. Habe ich eigentlich diese anderen Dinger jetzt schon? Ah, Dunkelmagie 4. Haben wir nicht. Ja. Habe ich denn den Dunkelmagie-Stab 4 schon? 2? Ja, okay, dann können wir uns da auch nochmal einen machen. Boah, ich brauche eigentlich, ja, im Endeffekt brauche ich 7 Professoren. Und zwar von jedem 1 quasi. 2, 4, 6, pass auf, dann reiß mal die beiden Betten hier nicht ab. Die 7 Betten bleiben dann natürlich hier drin. Warum bist du eigentlich kein Schlafraum mehr? Ja, glaube ich, schon mal gesehen. Ah, ärgerlich. So, haben wir denn jetzt endlich mal immer noch nicht Räucherstöcker? Okay, ich weiß gerade nicht, was Barney da macht. Aber er kultiviert die Pflanzen anscheinend. So, Pippa ist vollständig ausgebildet. Dann geht Pippa schon mal weg.
Abschluss. Für Pippa, bitte. 9 Adeptenschriftrollen. Und wir holen uns dann den Dunkelmagier. Schon wieder Freizeit, ne? Weil die Leute alle rüberrennen. Ich bin ehrlich, das ist ein bisschen viel. Unterricht. Schlafen, Essen, Freizeit, Aufgaben. Was heißt denn Aufgaben? So, machen wir es mal so. Ja, die Küche ist wieder da. Same procedure as every year. Da liegen auf jeden Fall noch ein paar Sachen rum. Gut. Hab ich denn... Ich hab immer noch die Räucherstöcke. Kind, Alter. Hm. Okay, hier haben wir noch Räucherstöcke. Ach, weil ich 2 bis 3 nur bekomme, wenn ich die ernte? Ach, du heilige Scheiße. Ist ja richtig wenig. So, nächster Kampf. Animus-Kristall. Okay, wo kommt der her? Okay, gut. Wir greifen natürlich wieder mit der gleichen Truppe an. Auf geht's. Wieder 3-Totenkopf-Kampf. Oh. Ah, der ist ja ganz genau am Ende. Naja, okay. Aufs Maul geben. Ja, okay, Quina hat noch ein bisschen. Ich hoffe, dass hier die Leute nach und nach alle weggehen. Sehr gut. Sehr gut. So, ich greife den nicht mehr an, weil der in der nächsten Runde eh sterben wird. Und so, jetzt hoffe ich, dass Quina nicht mehr angegriffen wird. Ich hätte eigentlich die Rüstung, also das Schutzschild machen sollen. Ja, okay, ich muss unbedingt das hier machen. Bin ich zumindest nochmal eine Runde geschützt. Rüstung brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay. Sollten wir also auch ohne Verluste hinbekommen. Sehr gut. So, der Rest kann angreifen. Wachstum. Sturzflut. Und jetzt greift er nochmal an und danach ist er aber tot. Nee? Okay, war nicht. Puh, 50 Rauchperlen. Sehr gut. Plus Mana-Kristall. Wir müssen ganz dringend die Sachen hier holen.
Alter, hier liegen ja auch noch Mana-Kristalle und so rum. Weil die Dinger sind relativ schnell weg jetzt. Ja, Lernpilze, alles gut. Wo sind denn eigentlich meine Dings? Meine Steppträger. Ach, da kommen sie. Okay.